Ja, willkommen zurück zu Alarm am Tisch, Wallenstein Teil 2. Es ist super spannend zwischen Jörg und André, nicht zwischen uns beiden. Wir haben jetzt schon mal für die nächste Runde aufgebaut. Da unten sieht man die Reihenfolge der Aktionen. Jetzt ist natürlich noch spannend, was wir hier für Ereignisse gezogen haben für diese Runde. Genau. Es gibt eine Missernte in Kurpfalz, also da würden hier zwei weniger geerntet, wenn das kommt. Und wenn das nicht kommt und übrig bleibt, wären das 5 Essen pro Runde. Wir haben kampfesmüde Bauern. Wenn man ein unbesetztes Land angreift, wird kein grüner Trupp in den Turm geworfen, kann aber trotzdem einer mit rauskommen, Ja, habe ich gerade sind da noch gelernt. welche drin? Ja, Ja, und vielleicht. dafür auch dann nur 3 Nahrung. Wir haben Palastwachen. In Ländern mit einem Palast wird im Verteidigungsfall ein grüner Trupp mit in den Turm geworfen und 5 Nahrung und oder. Und gute Ernten in Sachsen. In Sachsen werden in dieser Runde 2 Getreide mehr geerntet. Aber wir wissen das ja immer erst, nachdem wir geplant hatten, ne, das Genau. Ja, Ereignis. das aktuelle Ereignis wissen wir noch nicht. Das wird gleich erst gezogen, genau. Und deshalb, jetzt beginnt die. Ich habe das natürlich hier schon mal hingelegt, damit ihr mir Genau. nicht vorwirft, dass ich mogel. Getreidezähler stehen auf Null. Genau, jetzt geht's los. Jetzt ist der Frühling. Wir haben die Aktionen ausgelegt. Jetzt planen wir und dann gibt es eine Spielereihenfolge. Erstmal müssen wir Kohle machen. Ja. Ich finde, die Leerkarten müssten irgendwie innen auch zumindest einen Pfeil nach oben haben. Beim Hinlegen kannst du schon sehen, wenn ich eine Leerkarte lege. Nur 3 Runden und dann ist das Spiel schon zu Ende. War's noch mit der Nahrung? Den Grundwert plus die Anzahl der Gebiete, ne? Muss ich zahlen an Nahrung, ne? Kein Grundwert. Die Anzahl der Gebiete muss er Und haben. das, was hier drauf steht? Ja, das wird vorher abgezogen, genau. Das, was verfault, Ja, genau. oder ich muss haben Grundwert plus Ja, das das ist hier, okay. richtig. Du musst noch die Lehrdinger da hinlegen. Muss ja gucken, wo ich strategisch einfalle. Aber doch nicht bei mir. Wir sind doch die Guten. Ich bin ja auch nicht dein Feind.
Ich bin ja auch nicht jemand, der Leuten den Rücken fällt, das wisst ihr ja. Ich muss ja immer, genau, immer gucken, welche Länder reizvoll sind. Timo ist heute spontan nach Dortmund gefahren. Komme ja gerade aus der Bahn aus Düsseldorf. Es war auch sehr voll mit Fans aus aller Herren Länder. War schon witzig. Ich hatte gedacht, während des Spiels. Er hat einen Kumpel und der durfte nicht nach Dortmund, wo er auch schon 16 war. Ich finde das total cool, dass er da hingefahren ist heute. Ich bin ein 16-Jähriger, der wird das auch schon dürfen. Mann. Liegt es auch daran, Bernd, dass wir beide uns nicht so viel Gedanken über die Strategie machen? Ja. Wir sind ja immer deutlich schneller, finde ich. Ja. Sind Vielleicht ja auch macht es eh. doch Sinn. Also ich glaube ja, dass du bei der ersten Aktion hast du eine leere Karte hingelegt. Ja. Außer du täuschst das an, indem dir einer richtige auf den Kopf gelegt Genau, ich habe hier auch noch mal so eine. hat. Das meinst du, das wäre auch eine leere Aktion? Also mir geht das immer so, dass ich dann immer. Ich werde dir dann, wir werden das ja gleich sehen. Könnte auch so machen, wer zuerst fertig ist, kriegt eine Truhe oder zwei Truhen. Der zweite fertig ist, kriegt eine, der Ja, aber dritte hier so kriegt nichts und der vierte Fünfer-Touren, muss ne? eine bezahlen. Genau, so Wäre ich Fünfer-Touren sofort dann bei. so. Und der zuletzt fertig ist, muss auch Fünfer-Touren zahlen. Speedwallenstein. Ja. Und pro 2 Minuten gibt es nochmal für alle eine weitere Truhe. Für alle? Da kannst du ja damit runterziehen. Also nicht für Jörg, ich meine den letzten. Jetzt leg die Blankokarten doch schon endlich hin. Also ich glaube, dass das Frühjahr 16, 19, das ist wo Ernst Graf zu Mansfeld, glaube ich, da gewinne ich den Dreißigjährigen Krieg im zweiten Jahr. Von Okay. dass wir den Dreißigjährigen Krieg in 2 Jahren spielen, ja. Gut, ich meine, mein Charakter ist offensichtlich auch relativ früh dann verstorben. Gut, meiner hat bis 4 nach, bis 83 nee, 34 gelebt. Und deiner? Meiner bis Ja, 32. guck Gustav Adolf, der schwedische König. Da So. merke ich ja, wie schlecht ich in Geschichte bin. Die haben doch noch bis 48 Gas gegeben. Da muss ja noch mal eine neue Riege. Vielleicht haben die einfach nicht gesagt, dass die verstorben sind. Ja. Da war irgend so ein Gerippe aufs Pferd gesetzt. Meine, ich weiß um den Westfälischen Frieden, Münster-Osnabrück, das wurde einem ja eingetrichtert, wenn man aus der Gegend kommt, aber. Ihr wechselt schon mal bitte. Mit Wechselgebühr sind das dann 4. Ich würde auch gerne wechseln. Mach doch. Noch weniger. Das kann ich nicht wechseln. Nee. Der schwedische König hat etwas über seine Verhältnisse gelebt. Habt ihr dann gestern im Radio, hat gestern Morgen jemand WDR2 gehört? Nein. Ja. Okay. Geld. Gleich. So, geht los, oder? Ja, Geld können wir alle bleiben. Achso, Spielerreihenfolge und Spielereien. Ereignis. Erstes Verdammt. Ereignis noch, ne? Das Ja, aktuelle dann kann ich die Ereignis. anderen ja aufdecken. Das aktuelle Ereignis ist Missernte in der Kurpfalz. Das heißt, hier wird weniger geerntet. Mal schnell gucken. So, okay. Und dann kriegen wir jetzt Geld. Achso, Nee, genau. das ist Die nicht Geld. Spielerreihenfolge ist Geld. Geld war das. Geld kriegen wir ja gleich dann. Wallenstein, Pappenheim, Ich denke, das der sind. schwedische König und Mansfeld. Wie viel Ich Geld krieg bekommst du denn, Jörg? 5, bitte. fünf so Holzdinger. Einzelne? Ich hätte gern 5 Einzelne. Und dann geht bei mir hier ein Unruhemarker rein. Ach ja, stimmt. Das Verdammt. müssen wir ja auch noch. Ja. In die Lausitz bitte. Ne, nach Detmold war das, ne? Oder wo war das? Wo Bei warst mir du? Bei dir? Paderborn. Ja, genau. Dann bei mir in die Lausitz. Und Und Bernd, wo hast du? Vogtland. Ja. Genau. Okay. So, dann. Jetzt geht es in Jetzt Spielreihenfolge. geht es in Beginnt mit Spielereihenfolge mit Bernd. Bernd. 1 für 1. So. Ich setze einen in Breisgau ein und verschiebe. Nicht das Geld, bitte. Ja, das auch. Ja.
Und verschiebe dann, sagen wir mal so, wie viel sind denn das? Kannst du mal kurz zählen? 3, 6, 10, 13. 13, dann verschieb mal 4 Stück nach rechts. 2, 4 gelbe nach rechts? Ja, nach Straßburg. Nach Straßburg. Ein rechts. Ich möchte jetzt nicht über gelbe und rechts. So, dann ist als nächstes. Was machen denn die Blauen? Bist du dran? Die Blauen. Gehen die auch nach rechts? Die sind schon rechts. So, das war 1 für 1, ne? 1 für 1 in Mecklenburg. So, Mecklenburg ist da oben. Warte mal. Weißt du noch, was du wolltest? Ja, bleibt. Obwohl, gut. Nee, der eine Mecklenburger geht nach Osnabrück. Ich gebe mal einen ab und meine Leute möchten gerne nach Regensburg. Ich habe entschlossen, dass ich noch einen nach Konstanz. Und ich kriege kein Geld, ich muss dann zahlen. Also, ja, bitte. Also bezahlen. Ja, habe ich. Nee, du hast wieder rausgekommen, wieder reingetan. Clever. Ja, ich glaube, es hat war jetzt genau vorderen Video beweist. War ein harter Zug. Aber ist hätte nicht. Was geklappt. Nee, das ist das nicht. Bernd, wir sind hier. 2 für 3. 2 für 3. Weil da auch 2 waren, deswegen. Ja, ja, genau. Aber jetzt zum Truppen. In Lüneburg. Lüneburg, guck dir das an. Der Bernd will da 2 Theater machen, oder 3. was? 2 für 3. Ja. Also, blau. Blau setzt, weil ich das wusste, für 2 Geld 3 Truppen nach Osnabrück. Ich gebe 2 aus und setze 3 Truppen nach Oberösterreich. Ich gebe 2 aus, ich wechsle jetzt, deswegen habe ich gleich mehr. Nimmst jetzt 4. Nach Hessen-Kassel 3 Truppen zu legen. Das war mir doch etwas exponiert. Das ist richtig. So, dann geht's mit der Bewegung A weiter. Jetzt wird spannend. Ui. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Okay, bei mir geht's auch weiter. Böhmen. Von Böhmen aus ziehen wir mit 2 Truppen. Wenn du André nicht anklagst, wirst du es nicht schaffen. Ja, was? So, nach Kursitz. Ich habe natürlich Niederösterreich gewählt. Das ist das Falsche. Gott sei Dank. Wir sind ja hier. Ich wollte schon, was will ich denn nehmen? Ich habe Mähren gewählt. Und ich bewege einen hier hin. Oh, was ist denn das für ein Stellungskrieg bei euch? Ja. Ich bin als ein sehr aggressiver Spieler bekannt. Ich gehe aus Lothringen ins Erzbistum Trier. Und ich nehme mal 4 mit nach Trier. Da kommt einer dagegen. So. Sollte ich den gewinnen, ich lege den schon mal rein, dann vergesse ich den nicht, sonst nehme ich ihn gleich wieder raus. So, dann geht's los. Mit Beobachter. Gewonnen. Du bist rot, oder? Ich bin sowas von rot. Gut, dann ist ein Roter geht nach Hause, der hat keine Lust mehr. 2 Rote kommen nach Trier. So, drin sind 2 Gelbe, 2 Schwarze, 2 Blaue. Okay, dann sind wir jetzt durch bei, nein, Kirchenbau. Jetzt, Bernd, jetzt die Karte von vorhin mit den 2 Truhen. Ah. Könnt ihr auch schon aufdecken, das ist ja egal. Genau. Ich baue da in Köln. Für mich extra eine Kirche? Da eine Kirche in Köln. Oh, Stolz. Du baust dann in Köln. Ja. Und du baust? Ich baue nicht. Ich auch nicht. Schön wäre auch, wenn man durch Kirchenbau oder so Unruhemarker wieder rausschmeißt. Ja, ja. Seit hat die Kirche jemals was für die armen Leute getan? Wollte ich gerade sagen, seit wann bringt die Kirche Ruhe rein? Ja, doch schon. Also damals war das so. Ja, klar. Da müssen wir mal den André fragen, der weiß das besser. Ja. Können wir mal. Nicht ich. Nee, bitte. In der Zeit vielleicht Bernd. Nicht mehr. Das stimmt, komm schon. So, also. Dann sind wir bei Bewegung B. Und der Bewegung B wie Bernd, der anfängt. Ja. Der macht auch nichts. Der Bernd macht nichts. Ich mache auch nichts. Guck mal. Dann mache ich.
Auch nichts. Und der Volker geht wieder los. Ich bin in den sächsischen Landen. Ja. Da. Ja, ja. Ich hatte andere Dinge erwartet, ich gebe es ganz ehrlich zu. Würzburg ist frei. Ja, das überlege ich auch gerade. Was ist denn Würzburg wert? 4, 3, 1. Was ist denn das da hinten überhaupt nochmal? Bitte was? Wo? Die letzte Zahl, wo, was heißt denn die Städte, eine? Wie viele Städte da sind und so, wie viele Gebäude du bauen kannst, bedeutet das. Ach so, durfte ich in Köln überhaupt bauen? Ja, yeah, du hast da 3 Städte. Ja. Okay, jetzt habe ich mich gar nicht drauf geachtet. Das ich muss Richtung André gehen, deshalb gehe ich mit 6 nach Würzburg. Bin ja der Einzige, der sich darum kümmert, dass das Spiel noch spannend bleibt, die alle anderen so. Georg muss nur noch bauen. Habt ihr eure Landsknechtshoben voll? So ist es doch. Oh, das sieht gut aus. Ja, das ist richtig. 3 gelbe sind jetzt übrigens draußen. Sonst hat sich nicht viel verändert. Ein roter geht nach Hause. Und 3 rote. Nee, Würzburg ist ja lila. Kommen nach Würzburg. Und ein Unruhmarker. So. Dann geht's weiter. Wegen B. Nein, das ist das. Jetzt kommt die nächste Karte. Die nächste Karte, jetzt ist der Bernd dran. Mit umdrehen. Handelshaus bauen. Ja, dann entsteht ein Handelshaus in Hessen-Darmstadt. In Fulda. Hessen-Darmstadt. Habe ich schon. Fertig. Hast du schon. So. Hast du bezahlt? Und ja. Eins in Straßburg. Eins in Straßburg, bitte. Tja, dann darfst du jetzt aussuchen. Ich habe kein Geld. Hagenau, Kehl oder Straßburg? Egal. Egal ist da nicht. Kehl. So Hagenau, Kehl und Straßburg. Das berühmte Handelshaus in Kehl. Ich möchte auch nicht. Du möchtest auch nicht. Okay. Und weitermachen. Ja, dann kommt jetzt. Den Palazzo Prozzo bauen. Kein das Geld. Das passiert in Kursachsen. 3. Alter. Ich glaube, bauen ist besser als erobern, habe ich das Gefühl. Aber ich erobere euch trotzdem. Ja, macht das. In Meißen, das Meißener Schloss. Muss ja auch schön. Für alle bezahlt? Aber sicher. Ja. Ne, der André nicht. Der hat kein Geld am Anfang. Jetzt hat er ganz viel gemacht und trotzdem noch Geld. Irgendwie. Entschuldigung. Ganz viel gemacht ist relativ. Ja, ja. So, was kommt jetzt? Ah, 5 für 3. Einsetzen. Dafür hat der andere dieses Mal 3 aufbewahrt. Können wir jetzt auch alle gleichzeitig machen? Mhm. Pass auf. Brauchst du aber auch einen Bollwerk auf, ne? Nicht, dass die Schwappen da durchrennen, ne? Und Graf Mark. Grafschaft Mark. Ja, guck mal. Da versucht der Bernd Dinge. So, und als letztes kriegen wir nochmal Korn. Genau. Leider nur 4. Ich hatte ja auf die gute Ernte gehofft. Was, 7? Ja, voll schon Büttel. Ah, nee, das ist. Nee, das ist Geld. Scheiße. Da krieg ich 2. Ich hätte. Ich hab den extra genommen, weil er die 7 stand. Ja. Bin müde, ey. 4. Also, ich habe die Steiermark ausgepresst. Wo hast du deinen? Oberpfalz. 4. 4 in der Oberpfalz. Die Oberpfalz war hier. Ja, genau. Ich habe Anhalt. Anhalt, das und. Ich habe Wolfenbüttel hier. So. Ist ja super gelaufen, weil ich nicht lesen kann. Der hätte ja immerhin 4 geben können, ne? Mhm. Der hätte ja eine gute Ernte geben können. Aber ich habe dann durchaus auch noch Länder mit mehr als 2. Ja, das ist richtig. Gut. So, okay, dann sind wir in der nächsten Jahreszeit. Deck dann mal schon mal die neuen Karten auf. Ja, mach ich. Unterwegs. So. Komm, damit ich wieder mal heiße, ich habe die falsche gewählt. Nicht gucken. Genau, nicht gucken. Das wird ja gleich auch noch gemischt, ne? Bin jetzt schon wieder maulig. Ja. Verständlich.
So. Wie rum denke ich denn diesmal auf? Ich glaube, jetzt mache ich was völlig Verrücktes. Jetzt mache ich von der Mitte nach außen. Guck mal. Dahin. Toll. Ja, Entschuldigung, aber dafür gibt es früh Geld. Es ist übrigens ein blauer rausgefallen. Oder ein schwarzer? Schwarzer. Zwei schwarze, drei gelbe, drei blaue. So, es gibt wieder früh Geld, aber für einige nicht früh genug. Nämlich für den André. So. Falsch angefangen mit der Saison. Zwei Runden. Ich krieg 5 Geld. Jetzt schon? Ja, aber ich bin der Erste, der fertig ist. Ach so. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. Muss ich nochmal neu planen. Immer noch auch 5, ne? Oder so. Hey, 3 hatten wir gesagt, glaube ich, als okay, nächstes. Okay. Jetzt, der nächste kriegt 1 und der nächste muss 5 zahlen. Bonuspunkte würde ja auch schon reichen eigentlich. Ne? Hm. Ich gucke noch mal jetzt nach, dass ich beim Korn keinen Fehler mache. Ich hatte gerade schon fast irgendwie eine Baronie ausräumen wollen, in der schon Dingens war hier, Unruhemarker. Wäre auch schief gegangen wieder. Es braucht mehr Aufmerksamkeit, als ich liefern kann heute, glaube ich. Genau, Brust. Und vielleicht ist denn mir der Würfelturm dann auch heute lieber. Denn
kann ja nichts mehr berechnen. Bei weniger Spielen. Knapp, ne? Nee, bei weniger Spielen macht das nicht. Das macht der, hat ja hier was mit zu tun mit der Anfangsverteilung. Ich überlege, ob die Karte kleiner ist mit weniger Spielern. Aber ist sie nicht. Mein Wohnwagen hat jetzt neue Reifen gekriegt heute. Und das nur, weil sie zu alt waren. Ja, bevor sie dir platzen. Ja. Aber 6 Jahre alt, so hast du auch mittlerweile so. Also meine jetzt sitzt ja nicht auf dem Wohnwagen, waren jetzt 8 Jahre und da ist mir das sehr empfohlen worden. Ja, das ist so, was ist so, so rausgeschmissenes Geld, für was noch heil ist, Geld zu zahlen. Mhm. Ja, das ist. Frustriert. Das ist alles nicht richtig. Ah ja, genau, im BR2 die Organisation, die sich gegründet hat, GOT. Game of Thrones. Nee. German GTO, schon GTO war es, German Toilet Organization. Weil sie gestern den Toilettengipfel von der Schule, den Schultoilettengipfel hatten, deswegen hat sich die German Toilet Organization gebildet. Also Geld stinkt nicht, ich meine. Wir sind so bekloppt, ehrlich. Wichtig ist, dass wir jetzt alle nochmal 2 Leerkarten tauschen, damit der Jörg denkt, alles ist anders. Wir machen das. Wir machen die Regel, gelegt ist gelebt. Gut geführt. Dauert ja dann noch länger, wenn jeder hier 10 Karten in die richtige Reihenfolge hat. Okay. Also 3 für 5 fangen wir an. Können wir gleichzeitig. Erstmal die. Ereignis, bitte. Das Ereignis ist. Palastwachen. In Ländern mit einem Palast wird im Verteidigungsfall ein grüner Trupp mit in den Turm geworfen. Das ist nicht schlecht. Du hast es nicht. Und 5. Also es verderben nur noch 3 oder 4. Ne? Also die beiden Fünfer sind zum Glück raus. Rot beginnt, dann schwarz, dann gelb, dann blau. So, 5 für 3 machen wir eh alle gleichzeitig, oder? Mhm. Erst bezahlen. Ja, bin ruhig. So. Nach Straßburg. Straßburg ist hier. Ich ahne Schlimmes. Ach, da gibt es ja noch genug zu erobern, ohne dass wir uns behaken müssen eigentlich. Ja. Ja, so, Schatztruhen können wir auch gleichzeitig machen. Genau. Lothringen aus. 6 Geld aus Hessen-Darmstadt. 4 aus Kraftmark. 4? Einmal die Marke. Ich habe schon bei mir gelegt. Ja, 2 Mal. Einmal die Grafschaft Mark. Für den Bernd und einmal Hessen-Darmstadt für mich. Okay. Ja, so dann kommen wir Kirchenbau. Kirchenbau. Das war das 2er, ja. Mhm. Ja. Jetzt Kirche und das in Münster. Kirche in Feldkirch. Mhm. Meinst du, das war eine Kirche? Tirol kriegt eine Kirche. Mhm. In Innsbruck. Ja, okay. Gut. Dann waren wir Paläste, oder? Mach ich auch noch. Nein. Ich nicht. Ich auch nicht. In Köln. Verdammt. Ja. Köln. Köln-Aachen geht. Du meinst Aachen, ne? Ja, im Erzbistum Köln. So, ich muss aber auch noch bezahlen, bitte. Aachen.
Hast du bezahlt, Bernd? Ja, ne? Oh. Noch vier passt noch. Ich komme nicht genau auf null diese Runde. Wie geht's weiter? Ja. Ah, ne, 2 für 3 jetzt, ne? 2 für 3, genau. Das können wir auch gleichzeitig machen. Bei mir gehen nochmal 2 Geld bezahlen, 3 Truppen nach Mecklenburg. Breisgau. Das ist Breisgau. Das ist... Ja. Das ist auch schön, ich habe gleich keine Truppen mehr, der Bernd auch nicht, André auch nicht. Wir ich spare ein bisschen. Du sparst ein bisschen, ja. Weil ich sie auch einsetze im Gegensatz zu euch. Das ist das ja auch stimmt. Ein Kriegsspiel. Das stimmt. So, dann geht's jetzt los mit dem Kriegsspiel. Nein, erst gibt's Korn. Vom Krieg erstmal Korn. Vom Krieg erstmal Korn, genau. Ich krieg schon wieder nur 4. Ich krieg Schlesien bitte, André. Schlesien. 4. Bernd, was hast du? 5. Wo geht's denn bei euch hin? Lüneburg. Du, André, du hast eine 2 gekriegt. Lüneburg. Nein, ich habe 3 gekriegt. Wo haben wir denn? Lüneburg ist vor der. Ach, Bernd ist gelb. Ich war aber blau. Ja. Ich habe in Hessen-Kassel geerntet. Hessen-Darmstadt, ist das Hessen-Kassel? Ja, her? Das ist Hessen-Kassel. Das ist eine gute Ernte gehofft, ne? Ja. Ja. Ja, natürlich. Außerdem gab es da 4. Das ist mein einziges Land, wo ich fick. Ja. Ich habe ein Nahrungsproblem. So, dann Bernd. Nächste Karte. Wie geht's weiter? Achso, ja genau, die Marke haben wir reingelegt. Genau. 1. 1 für. Das müssen wir reihum machen. Ja. Letzte. Ich gebe einen aus, um einen in die sächsischen Lande zu legen. Mhm. Und dann möchte ich noch 3 hier rüber bewegen. Dann komme ich. Ich habe Mähren gewählt. Jetzt greif den Jörg doch mal an. Kann er noch nicht, oder? Jetzt. Jetzt gerade nicht, nein. Nicht? Bernd. Nee, das ist schon wieder das Falsche. Unten, Truppen, nicht Baum. Oberpfalz. Nee, Oberpfalz. Einer. Das ist da. Willst du noch was bewegen? Ja, die sind okay. Eigentlich da drin. Ich bewege, ich mache hier nichts. Jetzt kommt Nummer 8. Wir bauen ein Handelshaus bauen. Genau, in die Lausitz. Ja, ich baue natürlich keins. Ja. Weil ich nicht spitz auf Knopf gerechnet habe, das war ein bisschen dämlich. Naja, gibt es da mir auch so einen Marker? Wo soll der Ball mit hin? Ins Wortland. Hat Zwickau. Und du nicht? Nein. Du nicht, okay. Ja, dann kommt die Bewegung wirklich alle zum Schluss, ja? Ja. Anscheinend. Jetzt die Frage, was zuerst? Ah. So jetzt das gehört. Okay. Ah. Volker. Passau. Passau. Passau, das ist da hinten. Ja, ich falle jetzt in Regensburg ein. Mit allen außer einen. Jetzt volles Risiko. Verteidigst du dich Passau mit allen? Ja, muss ich ja. Was wäre denn die Alternative? Also ich selber werfen? Was wäre denn, wenn ich nicht alle nehmen würde? Dann, ja, die, also man kann das als also Taktik machen, damit, wenn nicht so viele angreifen, dass dann nicht so viele von dir im Turm hängen bleiben können. Und wenn ich verliere, sind es aber auch weg. Ja, ja, dann, ja. Die ziehen sich ja nicht zurück. Die könnten eine Reserve gehalten werden. Die, deine musst, kleben an meine Hand. Du musst alle gleichzeitig schicken. Ja, versuche ich. So. Das sieht nicht gut aus für mich, aber ich habe ganz gut denunziert. Reduziert. Denunziert auch. Moment. Auswertung folgt gleich. Moment. So, ich glaube, es ist total unentschieden ausgegangen. Nee. Nein, doch. Ja, doch. Das Land ist verwüstet. Regensburg ist verwüstet, die Karte muss weg. Habe ich mein Ziel ja erreicht. So, hier, die Schwarzen. Gott sei Dank hatte ich Regensburg hier einfach. Ich wollte nur, dass du wieder Truppen hast. Ja. Ich danke so einer dir vielmals. Zwei Blauer, ein Gelber liegen im Schacht. Das ist so viel von euch in der in dem Ding drin. Okay. So. Ich bin friedfertig. Mhm. Bernd. Du hast A schon aufgedeckt. Nee, nicht B aufdecken. Du hast A aufgedeckt schon. Du warst noch gar nicht dran. Aber ich bin ja noch dran. Der Suspense. Vorpommern. So, Vorpommern. Vorpommern. Vorpommern geht mit 2 Mann in die Neumark, Mittelmark, Altmark. Warum gehst du denn nicht mit 3? Da kann doch gar keiner hin. Ja, doch. 2 Runden noch. Zack, zack, bist du da durch.
Okay. Genau, in die Mittelmark gehe ich gleich. Außerdem habe ich hier noch zwei drin liegen. Ich hoffe, das reicht. Wir haben aber keine kampfesmüden Bauern, also muss da auch ein Bauern mit rein. Du musst rein. Den gelben da auch noch, ne? Ja, ich bin da. Was war es jetzt? Altmark oder Mittelmark? Mittelmark. Mittelmark. Mittelmark oder Altmark? Warte mal, was ist denn hier? Mittelmark 3-3. Die Altmark hat. Na, ich gehe in die Altmark. Natürlich gehe ich in die Altmark. Was ist die Neumark? Kann ich auch noch, ne? Achso, haben wir jetzt. Regensburg kommt dann. Nee, ist nur verwüstet. Ich gehe tatsächlich in die Neumark, Entschuldigung. Neumark. Also okay. Du immer rüber. Ah. Wenn du da auch reinkommst, aber. Mhm, genau. Jo. Knapp. Das hat geklappt. Du hast ja sogar mehr Truppen nachher als vorher. Ja, kannst du mal sehen. Allerdings jetzt keine mehr in der Schale. Jetzt sind nur noch welche von mir da, oder? Ein schwarzer und ein gelber liegen. Ach ja, ich habe natürlich. Naja, gut. Dann waren wir durch, dann kommt jetzt Bewegung B, glaube ich. Jetzt dürft ihr noch nicht anfangen, jetzt muss das auch gedeckt werden. Bewegung B. Und jetzt musst du deine Bewegung B aufdecken, nein, ich. Nein. Das, genau, und meine ist nichts. Mhm. Ich habe Augsburg. Augsburg. Oha, das ist da. Das ist da. Ist das der Feldzug, der Oberungsfeldzug nach Regensburg? Oder? Ja, oder er wollte Salzburg erobern. Oder das Konstanz, wo meine Palastwachen sind. Ja, das kann natürlich auch sein. Konstanz mit den Palastwachen. Mit der einen Palastwache, ich glaube nicht. Na gut, aber immerhin, das macht dann immerhin fünf. Ja, wohl ich weiß noch nicht, was noch an Roten jetzt von eben drin ist. Gerade hier. Ich konnte da jetzt vernichten und die beiden Gebäude nehmen wir natürlich auch einen Plan. Ne? Ja, ich glaube, das war der Plan, oder? Bitte was? Dass du Konstanz überfällst? Das überlasse ich Bernd. Ich habe das Gefühl, Bernd hat bei B nichts. Nein, ich wollte im Grunde nur eine leichte Truppenverschiebung machen. Aha. Okay, okay. Na dann. So. Achso, dann ist Bernd dran, der nichts hat. Und ich habe nochmal Anhalt. Anhalt, Anhalt. Guck mal, da gibt's. Ah, scheiße, ach, Volker. Das ist ein Palast. Aber der wird ja verteidigt, den kann ich ja nicht angreifen. Das geht nicht. Ja. Ich gehe mal mit. Zwei Mann in die Mittelmark. Drei Mann, zwei Mann. Zwei Mann ist ein Bonbon spielen, ne? Denn die Blauen sind alle raus. Du hast gerade mehr rausgeholt, als drin war. Ja, ja. Zwei Mann in die Mittelmark. Nimm lieber alle mit. Also Jörg, nein, ich glaube nicht. Zwei Mann. Guck mal, die Palastwachen gar nicht zum Einsatz, ne? Nee. Ja, ich muss ein bisschen Bonbon spielen. Zwei Mann in die Mittelmark. Lohnt sich da überhaupt einen Marker reinzulegen? Mach's mal. Oder ist die Altmark schöner? 3, 3, 6. Aber ich meine, gut, dann ist ja immer auch Aufstand direkt. Das ist ja auch immer, ja. Mist. Ja, egal. Ui, Scheiße. Das war wohl nix. Das hat nicht geklappt. Dann können wir die wieder rausnehmen. Naja. Okay. Das war's. Das war's. Genau, das war die. Das ist jetzt schon die letzte Jahreszeit, ja? Das ist jetzt die letzte Jahreszeit. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Ja, nach der weiteren Jahreszeit, dem Winter, ist dann das Spiel auch schon zu Ende. So, aber wäre aber schon mal eine, damit ich. Letzte Runde mit. Bernd, möchtest du mal. Aber nicht gucken, ne? Das ist schon super geheim. Letzte Runde schon mit Aktionen, genau. Die letzte Aktionsrunde ist das. Gut gelaufen wäre jetzt anders gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Länder ich habe, wie viele Korn ich jetzt brauche. Verändert sich vielleicht noch. Okay, 1, 2, 3, 4. Sonst verderben wir auch 3 oder 4. Da gibt es Aufstände und wahrscheinlich kostet das dann. Schaffe ich wahrscheinlich eh nicht. Wenn der andere das mal nicht schaffen würde, das wäre. Ich schaffe das nicht. Ja, komm. Ich habe, das ist, also da kommen jetzt maximal 3 noch drauf. Ja. Ich hoffe, dass das die Viererkarte ist. Wenn hier so ein schöner Palast vernichtet würde, das wäre noch super. Also lass mich mal gucken, wo ich überhaupt noch ernten kann ohne Aufstände. Ja. So, dann geht's hier weiter. Klassisch jetzt. Ja. Oh, Truppen B. Na
ich hätte, wieder, ich hätte doch hinten anfangen sollen. Hm. Okay, wir wissen nicht, wann Geld kommt. Super, dann bin ich ja lahmgelegt. Wir alle übrigens. Nein, du nicht ganz. Ja, toll, genau, ich habe 3 Geld. Das ist grandios. Ich kann mir überlegen, ob ich noch irgendwo Truppen reinhaue oder ob ich es lasse. Ja. Also nur da kann ich ernten, kann vielleicht eh nicht ernten. Brauchen wir gleich eigentlich Geld noch? Nee, ne? Ja, wenn du nochmal jetzt gleich irgendwie in der nächsten Runde machen willst. Nee, danach ist ja Schluss. Also da braucht man kein Geld mehr. Wir brauchen in dieser Runde noch Geld, um Dinge zu bauen. Genau, in der nächsten Runde mal. Nein, nein, danach ist Schluss. Aber du brauchst natürlich noch eigentlich theoretisch Länder plus 3 oder plus 4. Länder plus 3 oder plus 4 Korn. Achso, ja, okay. Korn ist klar. Toll, ich kann keine Truppen ausheben. Das heißt, ihr wisst genau, wie nackig ich da stehe. Auch Jörg gar nicht lange überlegen. Der weiß, er kennt das Schlachtfeld. Wenn ich jetzt die 4. Aktion mache und ich habe kein Geld, dann darf ich auch keine Truppe bewegen. Oder darf ich trotzdem eine Truppe zwischen Ländern bewegen? Nein. Nein, okay. Nein, darfst du nicht. Wenn man was nicht bezahlen kann, dann... Dann verfällt die Aktion. Gut. Zurück. Wie war das nochmal mit dem, wenn man hier da Radikalzeug hat, also wenn hier die Grünen da, wenn man einen zweiten Grünen da drauf kriegt, wie funktioniert dann das nochmal? Dann werden 2 grüne Armeen eingeworfen. Mit deinen. Und dann gibt es halt so einen Aufstand. Okay. Es gibt einen Aufstand. Muss ich halt überlegen, wen ich wann angreife, wer von euch nachtragender ist. So, Moment, ich habe das ja sogar schon geplant. Ah. Jetzt,
Ja, was soll ich sagen? Eigentlich war klar, ne? Wenn ich auf Null Truppen spiele, dass dann am Anfang alle Truppen kommen. Ne? Andererseits, Truppen rekrutieren ist ja eigentlich nur eine Defensivaktion. Ja? Das ist jetzt, ich ja, brauche die ja nicht mehr. Das ist eine Defensivaktion, das ist richtig. Das heißt, höchstens die erste Rekrutierung wäre wirklich spannend geworden, damit die noch irgendein Land sichern können. Jetzt muss ich es halt zurückerobern. Ja, wir gehen das nicht ernst genug dran. Ja. Ich kann mir das so schnell machen, ne? Ja. Gut. Ich gebe zu, es ist auch nicht ein Spiel für mich, so vom Typ her. Bin ja nicht für die Planungsspiele. Ist mehr so ein Jenga-Spieler, ne? Ich bin noch nicht fertig. Ja, muss mal gucken, wen er zuerst angreift, so wie ich. Ja. Also mich kannst du auch zuerst angreifen, ich bin ja nicht nachtragend. Genau. Sowas von. Ich finde, ich kriege auch nachher noch Friedensbonuspunkte, weil ich so wenig Leute unter Waffen habe. Ja. Ich bin quasi der, ich kriege die westfälische Friedenspunkte. Ich Volker. Bekomme sie. Ich habe keinen von euch angegriffen. Du kriegst in Münster den Friedenspokal überreicht. Das ist grauenhaft, wenn man da drauf guckt. Die fressen dir die Haare von Kopf. Ja, aber Jörg schafft das. Wenn er alle Länder behält. Ja, geht ja keiner dran. Bist du sicher? Da wäre ich mir nicht so sicher. Wovon denn? Was wovon denn? Wer hat denn hier das meiste Geld in dieser Runde? Ja, schön. Echt, drei. Holzhacke, um dich mal zu zitieren. Genau. Ja, alle anderen haben kein Geld. Ja. Du hast gar keins? Ich habe kein Geld. Ich habe auch null. Ich hab guck mal, ich habe eins. Ich habe das gar nicht gesehen. Du kannst gleich noch so einen Angertrupp. Ich kann ja noch mal richtig. Gleich den Angertrupp, den kannst du dir noch holen, Truppen bewegen. Guck mal, ich kann ja richtig noch mal neu planen. Aber du hast ja zwei jetzt, ne, genommen. Ja, die Kirche kommt ja erst nach dem Geld. Das Geld ist ja Position 6, sonst geht alles hier nicht auf. Okay. Fertig? Ja, das André ist noch nicht fertig. Ich habe ja gerade noch mal ganz neue Möglichkeiten bekommen. Wir haben noch eine Schatulle gefunden. Du bist auch noch so ein Krösus mit einem... Auf Schloss Adolf. Nee, wie heißen die denn? Das ist doch nicht das Geschlecht. Heißt doch nicht Adolf. Wie heißen denn die Geschlechter? Das wissen wir nicht. Gustav Adolf. Von Schweden. Wahrscheinlich nachlesen, aber es ist so ein kleines Heftchen auch mit drin. Nur so geschichtliche Zusammenhänge noch. Ich muss auch nochmal eben kurz erklärt werden. Oh nein, jetzt tut er so. Beim letzten Zug macht er jetzt so einen. Ja, sorry. Da ist was eingefallen. Da muss ich auch nochmal alles überdenken. Das solltet ihr. Weil ich will den Bernd ja platt machen. Ich mach gleich eh wieder erstmal Revolution. Ich habe was. Wahrscheinlich habe ich sogar was übersehen. Ihr tut immer so, als wäre das kontrollierbar. Ihr wisst ja gar nicht, was die anderen machen. Ja, trotzdem. Und der Würfelturm ist ja auch unberechenbar. Ja, aber. Mein ganzer Plan wäre gerade nicht aufgegangen. Warte mal, das wäre zu gefährlich. So, jetzt Moment, fertig. Ja, ich nicht. Das mit dann darf den Leuten nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Nein. Vielleicht fängt der andere wieder an. Ich habe ganz andere Lücken jetzt noch gefunden, die ich ausfüllen kann mit so viel Geld. Warte mal, was habe ich hier gemacht? Wahrscheinlich habe ich jetzt so viel verändert, dass es nachher viel schlechter ist als das, was ich da vorher liegen hatte. Ist immer so. Ne? Soll ich zu vorne sein? Dann gucke ich. Ja, mach mal. Verdammt. Verdammt. Tut mir leid, du kommst nicht nach vorne. Okay. Ich würde ja sagen, gib mir zwei Geld, dann kommst du nach vorne. Du kannst eine Armee von mir haben. Das kann ich dir geben, weil sonst habe ich den nicht. Die kannst du mit reinwerfen in den Turm, wenn du gegen Bernd kämpfst. Ja. Dann hilft die dir.
Genau. So, dann bin ich jetzt gespannt. Jetzt schnell die Ereigniskarte umdrehen. Schnell, dreh die Ereigniskarte um, dann ist kein Weg zurück. Ich habe dann auch noch eine Frage. Und kampfesmüde Nein. Bauern. Das heißt der Vierer. Beim Angriff. Keine gute Ernte. Beim Angriff auf ein unbesetztes Land wird kein grüner Trupp in den Turm geworfen. Na dann. Und ich habe. Schade, ich habe die gute Ernte. Ich habe auf die gute Ernte gehofft. Ja. Das habe ich jetzt mal blöd geregelt hier. Da ist auch noch Jörg nach. Wenn man angreift, wo ein grüner Marker drin ist, ist dann auch gleich Revolution? Ja. So, ich fange mal an. Da findet dann sofort eine Revolution. Mit all meinem Geld. Ein leeres ist, ne? Was? Also, wenn du ein Land mit einem grünen Marker angreifst, gibt es keine Revolution. Das ist doch Quatsch. Ja. Nee, genau. Stimmt. Nee, ja, Entschuldigung, ich laber Quatsch. Wenn du Lothringen angreifen würdest, zum Beispiel, was du ja nicht tust, genau. Dann. Es geht um Württemberg. Wenn du jetzt Württemberg angreifen würdest, weil es da ja mehr Punkte gibt als in Lothringen. In Lothringen gibt es ja nichts. Dann ist tatsächlich so, spielt der grüne Marker erstmal keine Rolle. Aber okay. Nachher, wenn die dann hungern. Wenn die dann Hunger haben, dann spielt er möglicherweise wieder eine Rolle. Ja. So, okay. 5 Armeen einkaufen. 5 Armeen einkaufen ja. Für 3 Überraschung mache ich nicht. Ja, ich schon. Ich nicht. Ich verstärke nochmal Osnabrück. Wenn da die Friedenswartungen sind, dann ja, muss ja auch. Genau, da muss ja. Sehr jetzt bald so weit. Ich möchte nicht bei B kämpfen. Okay. Bernd. Gelb. Bei B. Mhm. Wollte ich im Breisgau kämpfen? Ah ja, guck mal. Wo soll es denn hingehen? Da, zu den Roten. Warum denn zu den Roten? Ich bin doch überhaupt kein Gegner. Naja, ich verteidige aber. Mit allen. Wie viel schickst du denn? Wir versenden das. 4. Vielleicht fällt dir der andere in den Rücken. Dann, dafür ist er bekannt. Also 5. Aber du hast einen aber auch. Also bleib bei 4. 4. Dann mach mal so 6 dazu. 2. Ui. 4. 6. Dann stehen da noch ganz schön viele. Ja, dann nimm nochmal 2 dazu. Zwei dazu. Mir egal, ja. 2 dazu. Gut. Vielleicht habe ich natürlich Württemberg auf A ja, und ich warte nur drauf. Oh, das liegt sehr gut für mich aus, ne? Ja, ich glaube nicht. Also, ich sehe da aber viel rot. Ja, ich auch. So, also wir haben in der Historie Auswertung. Tipptopp. Ja, Moment. 4, 4, 3, 3, 2 gelbe bleiben über. Ach ja. Bitte einmal Konstanz abgeben. Konstanz. Ich vermute, da wollte ich was ernten. Da hast du natürlich jetzt ordentlich Punkte eingesammelt. 2 schwarze, 1 blauer bleiben. Wo habe ich denn jetzt wohl Konstanz? Ah, hier. Dankeschön. War da überhaupt noch Platz? Doch, einer ist da noch. Bregenz. So. Okay. Ist natürlich doof für die Palastwertung, denn. Ich behalte den Trupp gleich mal hier, ne? Egal. So, okay, du gehst darüber. So. Rot. Rot auf B. Rot auf B. Was soll es denn werden? Würzburg. Würzburg. Wo ist Würzburg? Jetzt geht es ja um Punkte, also muss ich da unten einfahren. Ich nehme alle bis auf einen und gehe runter nach oben oder was das ist da. Augsburg ist das. Jetzt willst du dich nicht an Gelb rächen? Nein. So einer war ich noch nie. Geht um Punkte. Ich habe einen Palast und eine Kirche verloren. Ich muss einen Palast und eine Kirche gewinnen. Okay, alle bis auf einen? Ja. So geht das hier. So, das sind viele gegen viele. Ja, die große Schlacht von Ulm. Ja. In Ulm, um Ulm und um Ulm. Oder von Nördlingen. Wir sind wieder bei Nördlingen. Die große Schlacht von Nördlingen. Eieiei. Oh, da ist aber viel Schwarz rausgekommen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ja, das ist mehr für Schwarz rausgekommen. Das ist dann natürlich doof für Jörg, wenn gleich mein anderer Angriff kommt. Ja, guck mal. Oh, sogar noch 4. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt muss ich nur Augsburg ernähren können. Oh, stimmt. Ich kann ja einen Nahrung weniger jetzt. Jörg, was ist deine Bewegung? B ist Mecklenburg. Das ist hier oben. Da gehen wir mal. Da versuchen wir wieder 2 tapfere bei den kampfesmüden Bauern Holstein zu erobern. Ich finde, Holstein gehört sich dahin. Du musst ja echt ernähren können gleich. Ja, es gibt dann Aufstände, aber vielleicht behalte ich es ja trotzdem. Aber es ist halt. Mal gucken. Okay. Gib ihm keine Zweifel an, dann dauert es. Ja, stimmt, du hast völlig recht. Das ist ein Jörg, genau. Ich verschiebe nur einen. Ach, du hast alles richtig gemacht. Ja, guck mal.
ohne Schwierigkeiten. Sind wir in Holstein. So. Die gelben da, sind die im Turm oder nee, so? Nee, nein, ein gelber, ein gelber. Die hier sind, die gibt's nicht mehr. Möchtest du die haben in deinen... Ja, ich hätte, der fühlt sich so einsam. Bitteschön, ja dann. Dann sind wir in der dritten Phase, in der dritten Aktion 2 für 3. Ja. Selbstverständlich mache ich nicht. Das ist auch nicht. Ich glaube, keiner macht das, weil keiner Geld hat. Du hast auch keins mehr. Genau. Dann haben wir die... 1 für 1 können wir, glaube ich, uns all nicht mehr leisten. Ne? Ich könnte, ich mache aber nicht. Genau, ich hatte mir auch vorgenommen, dass ich mit dem, was ich nicht habe, einen Zug mache. Ja, schade. So. So, dann Angriff A. Angriff A. Wo geht's denn hin? Bayern. Bayern. Oh. Bayern ist da... Wo ist Bayern? Da ist Bayern. Du kannst jetzt Regensburg erobern. Oder Salzburg. Das macht gar keinen Sinn, weil ich muss ernähren, ne? Ich muss das alles ernähren. Hallo. Ich behalte meine Friedensabsichten bei. Also einen Trupp musst du bewegen. Dann gehe ich den nach Augsburg. Ne? Danke. Ja. Ich kann nicht ist lesen. Ja auch ganz gut. Das wäre ein schöner Gegenangriff gewesen, hätte ich dann auch so mit zwei Roten, so, also auch für die Story. Straßburg. Schade, habe ich das hier doch rausgeschmissen. Okay. Straßburg. Wo soll es denn hingehen? Ja, nach Württemberg oder? Ich, in Württemberg ist halt was zu holen, ne? Ja. Tendiere zu Württemberg, deswegen war ja die Frage mit dem Grünen dann ja. irgendwie. Der kann nur nachher beim Ernähren ein Problem sein. Ja, gut, das ist dann so. Und, alle? Oder glaubst du, Volker fällt aus Lothringen gegen den Rücken? Lass mal. Hältst du das für meinen vernünftigen Zug? Bin ich so einer? Nee, ich glaube nicht wirklich. Also alle? Ich Pech gehabt. Bis auf einen? Alle bis auf einen. Wir wissen, komm, die bleiben jetzt alle stecken. Einer wahrscheinlich. Oh ne, da kommt eine Menge durch. Oh, oh. Du kannst schon mal die Württemberg-Karte raussuchen. Ich will sie nicht. Moment. Achso, ich habe weniger. Dann, ich dachte, du willst mir sagen. Moment. Was? So. Ja, das ist doch trotzdem mehr. Wie gesagt, wir sind noch. Ich sehe das so. Ja, zwei gelbe allerdings bleiben immer. Ne? Also reicht. Gar nicht so viele. So. Danke. Euch auch nicht ernähren. Ne, der Grüne hat nämlich ja mitgekämpft. Zwei rote, ein blauer sind noch im Turm. Na, sind noch vorm Turm. Im Turm sind ja, noch. Ja, Entschuldigung, in der Schale. Ich habe ja in der Woche jetzt zwischendurch ganz viele rote vorsichtig mit der Pipette im Turm gesehen. Was möchte denn rot machen? Ja. Ich hatte mich für die Lausitz entschieden. Oh. Mhm. Wo ist denn die Lausitz? Ja. Ach da. Für. Ja, Kursachsen. Ich muss jetzt Kursachsen probieren. Ne? Das ist einfach. Dann gib mir mal. Ja. Gucken, wo sich Jörg gleich. Willst du alle nehmen, wirklich? Ja, natürlich. So. Ob Jörg Böhm oder kommen Sachsen Grüne genommen rein, hat. Ne? Ja, fünf. Fünf Grüne. Ich habe ja auch keinen, mit dem ich mogeln kann. Ich kann und mir sind noch ein paar runtergefallen. Ja. So geht das nicht. Warum nicht? Ja, guck mal, da kam Plastikmüll, die jetzt im Blauen noch hinterher kamen. Ja. Der hat da so einen Knopf, ja, da werden noch welche eingeblasen. Guck mal, eben hast du eine Viertelstunde gebraucht zum Ausrechnen. Ja, komisch, jetzt, ne? Deswegen, das fällt schon auf. Ne? Wir haben das auf Video. Die Farben sind so schön unterschiedlich. Mm. Gelb und Schwarz nicht. Die gehören zusammen. Eben, Gelb und Schwarz gehören zusammen. Das sind die idealen Farben, ne? Genau. Ja. Ja, gut. War das Risiko wert, hätte klappen können. Das ist jetzt an beiden Stellen. Das meine ich übrigens nicht politisch. Ja, sprich von rein sportlich. Du sprichst von dem besten Fußballverein Deutschlands. Genau. Dresden? Nur weil ja, wird ja da unten passen, oder? So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ich hatte meine Bewegung Blau. A gemacht. Ja. Blau seine Bewegung A. Aus Hessen-Darmstadt. Oh. Muss ich natürlich ins Erzbistum Trier. Das hatte ich erwartet, deswegen habe ich so viele Rote in den Turm geworfen gerade. Die kommen so. Nämlich jetzt alle im Turm jetzt mit raus. Und am Ende oder hat Jörg einen Punkt oder mehr muss ich, oder muss ich die sächsischen Lande. Die sächsischen Lande, dann gewinne ich das Land, das Schloss. Und ich sage noch, du hättest dich mehr um Jörg kümmern müssen. Das war am Ende gewinnt Jörg. Das sind 3 Punkte. Das ist so ein Spiel, das bestraft dich, wenn du angreifst. 4 Punkte. Ja, es sei denn, Bernd baut noch. Na komm. Sächsische Lande. Versuchen wir mal. Bernd kann nicht bauen. Wovon? Ja, also ich habe auf jeden Fall Bauen hingelegt, weil könnte ja Geld vorher kommen. Ich musste so. Ja auch Bauen hingelegen. Ja, genau. Und dann, ne? So. Also, Sächsische Lande. Versuchen wir mal. Bauen ist die letzte Karte.
Geld ist letzte Karte. Oh, das war bunt. Nein. Das ist völlig verwüstet jetzt. Das ist genauso bitter, wenn du es genommen hättest. Ja. Denn ich, das war der Ort, wo ich meinen Korn noch los habe. Oh nein. Das wollte ich nicht. Doch, das wolltest du. Ja, ich wollte es haben. Du machst den Krieg nämlich auf dem Rücken von den armen Bauern. Genau. Und das werde ich auch so verbreiten. Dann zieh doch mal die nächste Aktion, bitte. Das muss Jörg machen. Das muss ich machen. So, ja. Oh. Korn. Ja, nicht mehr. So, dafür wird es nicht. Mist. Ich bekomme 3. 1, 2, 3. Ich auch. 3 aus Kursachsen. Ich in den Mähren. Und das macht es echt schlimm. Ich, in der Grafenmark habe ich dann einen Aufstand. Wo war denn die Grafenmark? Das ist hier. Oh. Nee, du brauchst nicht reinlegen. Ich lege es da rein. Okay, so, dann geht das hier los. Ah, 2 Grüne. Alle? Ja, klar, sonst doch Quatsch. Ja, macht ja keinen Sinn sonst. Kommt doch eh kein Angriff mehr von dem Gegner. Und so viele Grüne sind da nicht drin. 2 Grüne. Die sind alle raus. Und ein schwarzer Beobachter. Achtung, fertig. Man müsste sie als Söldner. Guck mal, jetzt kommen die Roten an und jetzt kommen 4 Stück. Ja. Aber da waren auch jede Menge gelbe bei. Bin schon beim Fazit, ja, eigentlich. Kannst du mir bitte mal ein gut ausgewogenes Spiel. 5 Korn geben, bitte. Die 5 Korn für Gelb. Du kannst den Bauern das Korn quasi wegfressen, ja? Ja. So. So. Das kann auch übel ausgehen, damit Kursachsen für mich. Mit dem, wenn dann Aufstand kommt. Schade. Was denn? Tatsächlich. Ach, guck mal. Das ist ja schön. Gibt's nochmal 6 aus Böhmen. Nicht, dass wir es jetzt wirklich brauchen. Böhmen, das heißt Böhmen. Leg mal einen bei Passau rein, noch direkt, wenn du schon mal da in der Passau Gegend bist. War doch hier. Da mit der Kirche. Der eine rote da in Bayern. Der rote mit der Kirche. Ist Österreich. Da, guck mal. Ich möchte nach Tirol. Und ich. Wie heißt das? Wie heißt das? Das ist wegen der Höhenluft. Brauchst du nicht hinlegen. 5, ich hätte gerne 5 Geld. Was? Wo denn? Im Vogtland. Im Vogtland. Aber 5 einzelne. Aufstand. Ah, du kannst ja eh nichts mehr kaufen. Aufstand. Doch, jetzt kann ich ja wieder. Du kannst okay. Ordentlich kaufen. Dann leg mal noch einen grünen Marker ins Vogtland. Nee, eben nicht. Mach ja Aufstand. Ja, genau. Nimm alle beide raus, aber 2 grüne kommen rein und. Der andere rote von mir auch noch. Auch wenn die ist mir egal. Ja. Die brauche ich gleich noch für die Aufstände. Ja, die roten. Stimmt. Das sieht aber ins Jude aus, glaube ich. Mhm. Aber die Bauern kommen jetzt zuverlässig raus. Die hängen sich voll rein. Die wirst du auch anders, die haben wir auch ein bisschen geölt. Die hängen sich voll rein, die Bauern. So, ein blauer, ein schwarzer und. Ne, 2 schwarze, 3 rote, ein blauer. Ist gut zu wissen, dass ich 2 schwarze richtig noch habe. Werden wichtig gelbe da drüben bleiben. Nichts. So. Die blauen, gelben. Gut. Okay. Das, das war das Einkommen. Dann das nächste. Einkommen. Das nächste ist. Die bereicht. Tja. Ich gebe 3 aus. Paderborn. Wäre jetzt gar nicht mehr nötig gewesen. Ich baue in Hessen-Kassel, das war schon nötig. Doch, ja, guck mal, habe ich Glück gehabt. Ach Gott, ich Idiot. Ja, gut. Ich, wo hast du denn gebaut? In Köln, aber ich darf da nicht mehr bauen. Das stimmt, ist, dann verfällt die Aktion. Ja. Das ist das Geld zumindest noch, ja, was dir nichts mehr bringt. Aber ja. Ja. So, dann muss ich noch 3 bezahlen. Ne? 2. Die Kirche. Hätte ich noch tun sollen. Ich dachte, ich hätte kein Geld. 2 in der Neumark. In Lüneburg kommt eine Kirche. Gut, dass ihr mir das mit dem Haus weggenommen habt. Bitte. Lüneburg. Frankfurt oder? Okay. Ja, da, genau. Da. Und ich wollte in Wolfenbüttel bauen, da kann ich nach Goslar. Mhm. Nee, St. Palast, eine Kirche. Kirche, bitte. Dann nehmen Sie das. So, und das letzte ist die eine dann, natürlich. Aber dann auch gleich. Eine habe ich nicht. Ach, doch. Ach, André! Bitte ein Handelshaus nach Schlesien. Ach, hör doch auf. Weißt du, ich hab dich da wohnen lassen. Ja, ich jetzt baust du mir so ein Ding vor die Tür. Ich hab dich da wohnen lassen. Entschuldigung. Ja, du darfst dich entschuldigen. Ich hätte mir schön nach Hause geschickt, ja, ja, mit deinen kurzen Hosen. Schick dich selber nach Hause. Ich kaufe übrigens noch eine weitere. Ja, alles klar. So, dann sind wir durch. Mann. Dann gibt es jetzt. Wertung. Ernährung. Nee, erstmal gehen jetzt 4 zurück alle. Nee. Bei mir war schon. Ich glaube nicht. Das ist auch egal. Es reicht nie. Der Bernd hat ganz schön viel. So. Okay. Jetzt in Spielerreihenfolge. Ne? Wie viele Länder musst du denn ernähren?
Ihr könnt die Blankokarten schon aussortieren. Genau, ne? Und die Blankokarten aussortiert werden und dann. Ich habe nichts für 7 Leute. Ich mal annähernd. Ich habe 11 Länder, so wie es aussieht. Habe ich noch eins erobert? Nee. Ich habe leider eins zu wenig. Das heißt, Getreidemangel 1. Anzahl der Länder mit. Du hast eins zu wenig. Nur eins zu wenig. Wie viele Länder hast du denn? 7. Ja, ihr habt mich doch angegriffen und wie soll ich noch jammern? So. Das beginnt ja bei dir, ne? So, ja. Eins zu wenig. Das heißt, es wird in einem Land Unruhemarker plus 1 gemacht. Okay. Und zwar in Niederösterreich. Oh, das ist gut. Da bist du recht stabil aufgestellt. Das heißt, 2 Grüne kommen damit rein. Und da alles, was noch da liegt. Plus. Ein Marker ja, plus 1. Genau, 1. Nee, also er hat 1 zu wenig oder 2 zu wenig? Er hat 1 zu wenig. Dann kommt einer plus. Plus Marker sind 2 Grüne, wie ich sagte. Und meine 18, die da noch liegen. Ich bin da in froher Erwartung. Bei mir, da geht gleich wieder das Wort jetzt nicht los. Eieiei. Boah, hab ich da rote drin jetzt. Ja, soll ich dir was sagen? Das Schlimme ist, André hat uns jetzt 2 Grüne in den Turm getan, die nicht mit rausgekommen sind. Nee. Ja, ihr zwingt mich aber auch zu solchen Aktionen. Aber die kommen ja jetzt bei Bernd raus. Ach nee. Wer kommt denn danach? Der Bernd hat keine Hungernden. Der Bernd hat keine Hungernden. Unfassbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, ich habe wieder einen Korn, was ich zu viel verteile. Ich bin großzügig. Das ist nett. Gibt es mehr? Hättest du das gesagt? Ich hätte also ich habe 7. Ja. Ich bin also 5 zu kurz. Also gibt es 2 Länder mit 3 plus X. Ja. Land 1 bitte. Wir machen das nacheinander. Land 1. Das erste Land ist die Lausitz. Na super. Die Lausitz. Da stehen so viele Truppen von dir. Dann geht der so mit ins Aber insgesamt. Du hast ganz viele rote. Warte mal, das ist ja 5 zu wenig. Das sind ja 4 Grüne insgesamt. Ja, ne? Genau. Wegen des einen Markers. 4 Grüne. Mhm. Ich kann schon mal gucken. Eins, ich habe letztes Mal 4 geschrieben. Da. So. Dann geht's los, ne? Mhm. Ne? Ups, du nee, überhaupt nicht. 4 Bauern, 3 rote. Da sind ganz schön viele rote drin geblieben. So, jetzt bin ich ja nur noch, ab diesem Moment bin ich ja nur noch 4 zu kurz. Das zählt leider nicht. So, das zweite Land. Das zweite Land, bitte. Bernd. Mach mich platt. Trier. Ja, das genau, wo es nicht hingehen wird. Trier. Das ist da okay. Kommen dann auch 4 Grüne rein. Wie viel sind noch drin? 16? Und ich lege die Trickkarte da, glaube ich, schon mal hin. Auf geht's. Oh. Du hast es geschafft. Einer bleibt über. Überraschung, ey. Das ist doch super. Noch eins? Nee. Man erwartet eigentlich, dass mindestens noch Würzburg und Passau über den Jordan gehen, aber ist nicht so. Ja, leider. Geht bei mir jetzt vielleicht was über den Jordan. Ich bin 4 zu 4, ich habe 4 Nahrung zu wenig. Das heißt 2 Länder, 2 plus X. Genau. Na, du hast aber nirgendwo so richtig wenig. Ne? Doch. Kursachsen, ich habe überall wenig. Ich hoffe, Vorpommern wird gezogen. Ja, und Kurfall, ja, Kursachsen stabil. Bitte auch. Nimm den hier. Ja, bitte. Ist das Kursachsen? Das ist Osnabrück. Oh. Scheiße. Osnabrück, das ist. Das ist doof. Da kommen dann 2 Grüne mit rein. Dann bleiben ja Jörgs Blaue auch mal im Turm. Der ist in den sächsischen Lande, die du da nee, das meinst. Verwüstet hast. Da musst du aber jetzt 5. 2, ne? Ach, wie blöd. Und dann hat er genug für den zweiten Runden, ne? Ja. 3 Grüne sind aber rausgekommen. Ja. Oh nein, jammer. So, das ist echt. Ne, das ist gut. Tragisch. Die Grünen sind rausgekommen, du hast noch schön Blaue im Turm. Ich weiß nicht, auch nicht. Und wer hat ihm den Sieg in die Pfoten gespielt? So. Während abgemacht war, dass du aus einer Brücke einfällst. Ja, aber das habe ich ja rechtzeitig verstärkt. So, jetzt aber bitte Vorpommern. Finger weg. Warte, lass mich kurz gucken. Wie guckt der denn an? Wenn er noch einmal zuckt. Wer war das? Kursachsen. Toll! Du hast geglotzt. Erst nachdem ich ihn gewählt habe. Okay, 3 Stück, ne? Kommen da rein? 2.
Nee. 2 plus 1, ja. 2 plus 1. Also wegen des Kosaks hat er ja wieder ausgebrochen. Ja, toll. Ja, wenn ich das jetzt verliere, dann habe ich. Dann mach doch einfach. Nicht drüber nachdenken und guck mal, was rauskommt. Reicht aber nicht, weil er gerade so viel Blaue drin ist. Denn andere Leute haben ja Glück bei dem Spiel, im Gegensatz zu mir. Ja, das stimmt. Und es ist kein Würfel im gehalten. Spiel. Also so, deswegen mag der Jörg das Spiel, weil es unberechenbar ist. Wir sind noch keine Zahl. Ja, genau. Die alle, sind zu Würfelspielen. Ja, die sind sehr berechenbar, das so, stimmt. Hast du den Zettel noch? Ja, ich habe den Zettel noch. So, dann, okay. Jetzt kommt auch nichts mehr, ne? Jetzt kommt nichts mehr. Jetzt kommt. Wie viele Länder hast du denn, Volker? Jetzt glaube ich noch 6, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. So, und Jörg hat jetzt schon aufgeholt. Ich habe 11 Länder. Guck mal. Bernd? 9. 9 Länder? Mhm. Hat 2 dazu gewonnen, der Bernd. André? 16. 16 Länder? 7. 7 Länder. Ich dachte, ich. Oh, Volker 6. 6 Länder? Immer noch 6. 6 Länder. Ja, du hattest gerade gesagt, ich glaube 6 Länder. Okay. Dann gibt es jetzt für jedes Haus einen Punkt. Dann beginnen wir mal. In meinen Ländern, ne? Also, der Volker ist rot. Der hat Häuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bringen die nicht mehr? Bringen die auch nur einen Punkt? Also erstmal einen. Erstmal einen Punkt. Haben wir. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Ja? Mhm. 6 Punkte für die Anzahl der Gebäude. André. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mhm. Bernd? Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Guck mal, 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zähl ich, richtig? 12. Eieieiei. So. Zack. Dann Mehrheiten in Ländern. Beginnen wir hier oben. ja, da habe ich die Mehrheit. In allem. In allem. Das sind nochmal 6 Punkte. Mhm. 6 Punkte. So, dann machen wir hier weiter. Da teilt ihr euch. Das, also Bernd bekommt 1, 3, 5 Punkte und Volker 2 Punkte. Richtig? Also ich habe 2 gelbe, oder? Ja, deswegen. Für die kriegst du 1, wenn du da die Mehrheit hast. Ach so. Und für die kriegst du 2 und für die willst du 3 kriegen, aber weil wir uns das teilen, kriegen wir jeder nur 2. Okay. Moment. Dann sind wir hier. Da haben wir, habe ich mehr Paläste? Was mit den Kirchen? Gleichstand? Und Handelshäuser sind auch Gleichstand, ne? Handelshäuser sind Gleichstand. Das hatte heißt, ich mal gibt, mehr. Genau, es gibt keine Punkte. Paläste habe ich mehr. Kirchen haben wir Gleichstand. Das heißt, ich bekomme 3, 4 Punkte und du einen Punkt. Hier für mich, einen für Volker. So, dann Österreich. Kriegen wir für die Handelshäuser nichts. Und den Rest habe ich. Fünf Punkte. Stimmt, da unten hast du, genau, 5 Punkte für André. So, dann haben wir noch Bayern. Da hat Bernd das Handelshaus. Bernd einen Punkt für das Handelshaus. Kirche herrscht Gleichstand. Nochmal jeder einen Punkt. Krieg das Schloss. Was? Kirche. Doch, da. Bernd hat 2 Kirchen. 2 Kirchen. Ah. Ja, André hat doch auch 2. Nee, nein, nein, für Österreich eine Kirche. Entschuldigung. Also Bernd kriegt 3 und André 3. Und André auch. Bernd 3, André. Eieiei. Bernd 3, André 3. Das heißt, machst du jetzt die zweite Runde einzeln oder sag mal die zweite Runde einzeln? Soll ich die zweite Runde einzeln sagen? Okay. Volker hat in der zweiten Runde 15 Punkte, sind 32. André hat in der zweiten Runde 24 Punkte. Bin nicht verschlechtert. Ständig. Genau, sind 48. Bernd hat in der zweiten Runde 19 und 8. 17, ne? 19 und 8 sind 27. 27, genau. Boah. Ja, sind dann 38. So gut aufgeholt. Und ich habe in der zweiten Runde 33. Wow, sind 53. Und ich sag noch, lass den Jörg nicht laufen. Ja,
So, und okay. Was ist das Endergebnis? Das Endergebnis ist Volker 32, du hast 38, André 48 und ich 53. Okay. Jetzt müssen wir wieder die Musik ertragen. Genau. Und das dabei ist das schweigen. Schlimmste am ganzen Spiel. Genießen und schweigen. Das klingt auch so total 30er Jahre. Genau, wie ein 30er Jahre Krieg. Das ist auch, glaube ich, schon mindestens 30 Jahre alt. Das sind Schmerzensschreie, meinst du?